Bevor es mit dem Video losgeht, gibt es jetzt noch ein Intro von Darklord. Hast du abonniert und die Glocke aktiviert? Ist das GNU fasziniert? Wäre ein neuer toller Spruch, oder? Schreib weitere Intros in die Kommentare. Willkommen zu einem neuen Video und heute wage ich mich einmal an Planet Zoo heran. Ein Game mit unfassbar vielen Tieren und Möglichkeiten. Na, Sylvia! Ich möchte hier einmal ein fettes Shoutout an Game It Out gehen, den ich extrem feiere und cool finde und dessen Planet Zoo Folgen ich natürlich auch gesehen habe. Da er dort extrem verrückte Dinge macht, dachte ich mir, treiben wir es doch noch ein bisschen weiter auf die Spitze, indem wir einfach noch mehr übertreiben, bis das Spiel crasht. Spawnen mal 100 Lamas rein. Wir Tiere fliegen lassen, in schrecklichen Käfigen unterbringen und kleine Kinder einfach nur verstören. Willkommen beim Planet Zoo Experiment 1.0. Drück den Button! Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Okay, also, let's go. Was wollen wir machen? Wir wollen definitiv hier ein bisschen Scheiße machen. Nehmen wir mal einen großen Mitarbeiterraum. So, den packen wir jetzt einfach mal hier hin. So einen riesig großen Mitarbeiterraum. Let's go. So, okay. Dann brauche ich eine Tierpflegehütte. Tierarzt brauchen wir auch noch. Das ist ja pervers. Quarantäne? Haben die Covid oder was? Und wir brauchen einen Mitarbeiter. So, hier. So, jetzt müssen wir das alles noch verbinden, sonst geht hier nämlich gar nichts. Okay, let's go. So, dann haben die schon ihre Wege und ich würde sagen, wir fangen hier unser Experiment an. So, ein kleines Gehege für ganz viele Tiere. Oh mein Gott. Da kommen sie. Let's go. Bringt die mal rein, die Tiere. Wollen wir gucken. Ihr sollt die ins Gehege bringen, nicht außerhalb. Und warum spawnen die innen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Hydra-Lama. Ja, super. Jetzt laufen sie weg. So, genau. Lass die Tiere mal hier gehen. Ja, sehr schön. Okay, wir brauchen direkt mehr Tiere. Das sind mir zu wenig. Wir brauchen ganz viele. Spawnen mal 100 Lamas rein. Oh, da kommen ja schon Besucher. Halt! Wo kommen die denn her? Ja, rein damit, mehr, mehr, mehr. Leute, Ladies and Gentlemen, die neue Attraktion, das 10-köpfige Lama. Wie viele Lamas passen in einen kleinen Käfig? Das werden wir heute hier herausfinden. Besuchen Sie uns wieder. Eintritt kostet 50 Euro die Stunde. Da kommen schon die nächsten Lamas, Leute. Oh mein Gott, schaut mal da hinten. Ja, mehr, 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 mehr. Mehr. Oh mein Gott. Holy. Es ist ein Monster. So, 100 Lamas. Dann würde ich sagen, Leute, weil ich so sadistisch bin, mache ich hier ein nächstes Gehege hin. Ich möchte noch ein Gehege haben. I want more. I want more. So, meine lieben Leute, schaut euch die Lama-Hydra an. Es sieht einfach so gestört aus. So, das nächste auch noch rein. Oh, und die Elefanten sind auch schon da. Hallo. So, da brauchen wir aber auch noch ein paar mehr Elefanten. Let's go. So, was haben wir noch? Hier kommen auch die Elefanten. Oh, ich glaube, das Spiel ist stecken geblieben. Kann das sein? Oh nein. Oh nein, hört auf zu beliefern. Die kommen eh schon nicht nach. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es funktioniert, aber ein paar sind hängen geblieben. So, sehr schön. Hallo, willkommen. Was ist denn das für eine Zucht, ey? Oh mein Gott, was passiert denn da? Was soll denn das mit den Kisten hier? Was ist denn da passiert? Die Elefanten sind geplatzt. Gefällt euch das? Die bewegen sich auch gar nicht mehr. Sie sind einfach alle ineinander gespawnt und bewegen sich nicht mehr. Und diese Kisten sind einfach nur schrecklich, Mann. So, Leute, Kisten gibt's zum Mitnehmen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Warum rennen die denn alle weg? Was ist denn los mit euch? Es gibt doch gar keinen Grund. Ist irgendjemand ausgebüxt? Das passiert, wenn man in meinen Zoo kommt, Leute. Was ist denn? Ach, hier läuft ein Lama rum, deswegen. Oh Mann, nur wegen dir, du Kackding. Oh, wie konnte denn das passieren? Den Giraffen geht's noch gut. Ach du Scheiße, jetzt verstehe ich's. Refreshen wir das Ganze einfach mal. Okay, da geht die Meute. Ciao. Oh mein Gott, die auch extrem viel, ne? Oh mein Gott, stimmt, natürlich. Oh Gott, es ist so erbärmlich. So, ich möchte eigentlich jetzt verhindern. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wie viel hat er denn? Die Elefanten versuchen auszubrechen aus ihren Kisten, aber sie kommen nicht raus.
Guck mal, da gibt's schon Protestanten. Da gibt's schon Protestanten hier. Wieso, Mann? Das ist doch voll die artgerechte Haltung, ey. Gerücht, Gerücht, Gerücht. Unerwünscht, unerwünscht. Weg mit den Protestanten. Oh, voll arm. Voll arm. Oh, da ist schon die erste Giraffe gestorben. Ich weiß. Ich weiß überhaupt nicht, woran das passiert ist. Die Arme. Ich glaube, das war einfach zu viel Heizkörper für die, oder? Oh, es werden mehr Protestanten. Kommen mehr Protestanten, Leute. Wir haben ein Problem. Da kommen immer mehr. Oh nein. Ich habe noch eine Idee. Die habe ich bei Game Without gesehen. Die würde ich jetzt auch gerne nachmachen. Beziehungsweise noch extremer machen. Und zwar hat der nämlich, dass man hier eine Plattform hochbaut, ganz hoch, Tiere drauf platscht und die runterrutschen auf die Menschen. Der ist baller hoch. Der ist höher, höher, höher. Oh, noch besser. Da liegen ja eh schon ein paar Tote drin. Okay, dann machen wir mal richtig groß. Let's go. Guck, wie hoch geht denn das eigentlich? Und auf einmal wuchs ein aus der Erde. Der Piep-Piep der Erde ist das, der Snippy. Ach du Sch. Wie hoch geht denn das? Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Wie bringen wir die Mitarbeiter dazu, da Tiere hinzubringen? Kann ich das irgendwie auch weiter ausbauen, das hier? Oh, ich kann es auch weiter. Oh, warte mal. Das wird ein Zehner. Schau mal, vom Zehner gesprungen. Warte mal. Na, Sevilla! Also hier kann man auf jeden Fall einen Weg bauen. Oh, 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 mon Dieu, was? Ich kann den Weg hochbauen? Oh, oh mein Gott. So, Leute, unser... Oh mein Gott, was ist das? Ach so, das sind die Elefanten von vorhin. Und die Leute drehen total durch, weil die Tiere alle runterfallen. Oh mein Gott, guck, die rennen alle raus. So, Leute, wir haben ein bisschen umgebaut. Wir haben nämlich jetzt den 5er für die Tiere gebaut. Wir müssen nachher diese Brücke hier noch kaputt machen. Und dann können die Tiere da runterfliegen auf die Menschen und dann mal gucken, wie sie das finden. Willkommen im Dirtiest Zoo der Welt. Hier lernt jedes Tier das Fliegen. Okay, dann lasst uns mal weiterbauen, Leute. Ich bin motiviert. Ich hoffe ihr auch. Es wird richtig dirty. Also, lass mal gucken. Wir brauchen hier erstmal wieder Barrieren. Die Tiere müssen erstmal wieder irgendwo ankommen, wo sie drin bleiben dürfen. Dazu nehmen wir einfach diese wunderbare Wand hier. Zack. Die ersten Tiere sind bereits am Ankommen und wir haben nämlich etwas Sensationelles für sie geplant, denn es gibt heute das epische Sprungbrett. Hier oben, in dem die Tiere sich wagen werden, aus was weiß ich wie viel, 100 Metern Runden in die Masse zu stürzen, um zu schauen, wie unsere Gäste auf dieses einmalige Erlebnis reagieren werden. Aber jetzt warten wir erstmal, bis die Tiere transportiert werden. Und da kommt auch schon das Erste. Es wird ein Gnu sein. Applaus, ein Gnu. Applaus, Applaus. Unsere Mitarbeiter arbeiten wirklich fleißig. Sein Gesichtsausdruck. Er ist voll fertig mit den Nerven. Schneller, Leute, schneller. Das dauert mir zu lang. Verdammt, wofür bezahle ich euch eigentlich? Hoch mit den 10.000 Pilotieren, Mann. Ach, meine Mitarbeiter sind so fleißig. So, rein da mit euch. Sehr schön. Die ersten Tiere kommen schon an, Leute. Willkommen, ein Gnu. Ein Gnu. Und in ihm spawnt ein weiteres Gnu. Oh, die Gnus. So, sehr schön. Mehr Tiere, mehr, mehr, mehr. So, ich möchte nicht sehen, was ist das hier zur Hölle, ey. Das sieht einfach nur schrecklich aus. Oh, süß, guck mal, die zicken sich an. Ich kann fliegen. Nein, du wirst fliegen. Keine Sorge, kommt alle dran. Oh, ist der direkt gestorben oder was? Oh, da sterben direkt die Tiere weg. Warum? Ist hier oben die Luft zu dünn? Hä, warum stirbt er direkt? Der ist doch gerade erst angekommen. Okay, der weiß schon, was ihm was ihm blüht, ne? Der hat schon direkt... Oh, guck mal, die sterben alle direkt. Warum? Ist die Luft hier zu dünn? Ih, der schießt den anderen an und der steht wieder auf. Ach, der lebt noch. Ha ha ha.
juckt einfach nichts, ne? So, ein bisschen mehr. Ich kann es auch ein bisschen größer machen und noch ein bisschen stärker. Let's go. Fly. Oh, es fliegt. Gut. Oh, wie langsam fliegt denn das? Oh, ja, die ganze... Wie langsam fliegt denn das? Oh mein Gott, direkt vor die Familie, die hier eh feststeckt. Oh, das ist ja fürchterlich, die Armen. Oh, die Kinder heulen alle. Oh. Für das perfekte Erlebnis mit ihren Kindern. Tiere hautnah erleben. Okay, 3, 2, 1. Es ist Zeit, loszulassen und zu fliegen. Okay, das hat sich schon mal die Spreu vom Weizen getrennt. Oh, die ganzen Kisten fallen. Ach, die fallen auch mit runter. Die fallen doch alle mit runter. Oh mein Gott. Okay, keine Ahnung. Ach, die Kisten, die Tiere fallen hier einfach mit Wucht runter. Oh Gott, und da oben kommen die ganzen anderen Tiere. Wie langsam die sich Zeit lassen. Who can say where the road goes? Oh, die kommen jetzt alle schauen. Aber leider sind die ganzen Kisten im Weg. Ach, das sind die Knochen. Ach, die Tiere sind schon unten. Oh, mon Dieu. Aber guck mal. Da fliegen jetzt die ganzen Knochen rauf. Ist doch wunderbar. So, Leute, ich würde sagen, das war doch ein Erlebnis. Falls ihr auch Bock habt, in meinen Zoo zu kommen, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben und schreibt mir weitere Ideen, was wir hier mit diesem Zoo noch alles anstellen können. Die Tiere bleiben noch so lange eingesperrt, bis wir uns in der nächsten Folge wiedersehen mit weiterem Sadismus. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und jetzt raus! Okay.